So, im vorigen Video habe ich meine neue Heißluftfritteuse ausgepackt und muss jetzt mal schnell nachgucken. Ich habe hier drinne, sagt ihr, komm her, tiefgefrorene Pommes, Süßkartoffelpommes, meines Erachtens die besten Pommes ever. Aber es ist natürlich alles Geschmackssache. Tiefgefrorene Menge 200 bis 500 Gramm, 12 bis 20 Minuten, 200 Grad. Wenden, ja, gut, dann nehmen wir jetzt erstmal 12 bis 20 Minuten. Das sind 10 Minuten. Dann nehmen wir 12 bis 20 Minuten. Also drehen wir einfach mal so auf 15 Minuten und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis danach ist. Man sollte sie wenden, aber ich habe da keine Lust zu, also werde ich sie einfach nicht wenden. Jetzt könnt ihr euch 15 Minuten angucken, wie dieses Gerät hier läuft. Viel Spaß!
Okay, es riecht ja schon sehr interessant. Wir können auch einfach mal reingucken, gleich hier da oben drauf. Oh, sie sehen auch schon ziemlich lecker aus. Kann reingucken. Oh, warte. Nee, ist egal. So, da bin ich ja pünktlich gekommen hier. Da
wollen wir doch mal reingucken in das gute Stück. Oh, sie sind sogar ein bisschen verkohlt. Aber ich muss sagen, gucken jetzt mal. So. Ich hätte sie vielleicht doch wenden sollen. Rein hier. Okay, also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Sie sind ein bisschen trocken geworden. Ich hätte vielleicht bei gefrorenen Pommes hätten wahrscheinlich, ist das hier noch gefroren? Also man sollte sich doch an die Anweisungen halten, sonst werden die doch ein bisschen bräunlicher an manchen Stellen. Aber 12 Minuten hätten massig ausgereicht, denke ich mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.